Zusatzfrage von Abgeordneten Michael Bernhard. Meine Frage zielt auf das Thema 15a Vereinbarung für den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze ab. Die bestehende Vereinbarung läuft dieses Jahr im August aus. Wir haben bereits Juni, mehrere Bundesländer haben uns bereits kommuniziert, dass es noch keine laufenden Verhandlungen gibt. Spannend war auch, dass der Bildungsminister ebenfalls sich als verantwortlich bezeichnet hat für den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze. Meine konkrete Frage: Sind Sie als Frauen- und Familienministerin für die Weiterführung und Zusammenlegung der 15a-Vereinbarungen betreffend Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen, Gratiskindergartenjahr und früher sprachlicher Förderung als federführende Verhandlungsführerin zuständig? Wir verhandeln derzeit auf Beamtenebene, weil wir natürlich diese 15a-Vereinbarungen wie im Regierungsprogramm verankert zusammenlegen möchten. Es haben eben mit den Bundesländern bereits Ende Mai Verhandlungen stattgefunden. Derzeit geht es darum, die Kriterien festzulegen. Es geht ja hier um drei Punkte, wie Sie es gesagt haben. Es geht um das Gratis-Kindergartenjahr, es geht um die Sprachförderung und, was mir besonders wichtig ist, es geht um den Ausbau der Kinderbetreuung. Und da möchten wir vor allem den Ausbau der unter Dreijährigen forcieren, weil über drei Jahre steht Österreich wirklich schon bei 96 bis 98% beim Kindergartenausbau. Wir sind da flächendeckend, aber bei den unter Dreijährigen gibt es noch ein paar Prozente zu erfüllen, bis wir das Barcelona-Ziel erreichen. Und deswegen ist das im Moment höchste Priorität. Gestern gab es eine Besprechung auf Kabinettsebene und demnächst wird es die nächste Besprechung auf Beamtenebene geben.